So, liebe Zuschauer, ich grüße Sie zum heutigen JFD Devisenradar am Freitag, dem 10. April, hier morgen 9:30 Uhr. Christian Kämmerer wieder on air und ich möchte Ihnen heute, wie Sie anhand der Headline auch schon entnehmen können, den Rainbow in der Beschau vorstellen. Also hier mal die 15 Top-FX-Pairs. Und wenn Sie über die Sendung hinaus da noch Fragen haben, beziehungsweise das ein oder andere Pair, was wir jetzt nicht schaffen, analysiert haben wollen, dann sehen Sie hier in dieser Plattform, auf dieser Plattform, unserem JFD Desktop, wo auch hier immer die JFD Live TV-Sendung täglich läuft, in der wir gestern auch den DAX recht gut einfangen konnten, aber hier dann in unserem Kundenservice-Fenster einfach da mal eine Frage reinsetzen, dann können wir hier dann auch über die jetzige Sendung hinaus gern das ganze Thema nochmal aufnehmen. Aber worum geht's? Wir haben heute in der Früh schon die Forex-Kristallkugel aufgeworfen. Und die hat hier schon relativ bedenkliche Prognosen sozusagen angezeigt. Also hier die Fuzzy-Vektorlogik, weil sie sich an statistischen und saisonalen Parametern orientiert, weist hier im Prinzip eine klare Tendenz auch heute wieder auf für einen starken US-Dollar, was ergo heißt Euro-US-Dollar, British Pfund, US-Dollar gen Süden, US-Dollar, Schweizer Franken und auch US-Dollar-Yen hier eher nach oben. Das sieht auch bislang so aus. Wir haben unlängst neue Tagestiefs gemacht, die Währungspaare driften mehr oder weniger weiter gen Süden. Die Tendenzen, wie gesagt, sind hier noch sehr, sehr ordentlich. Also es scheint auch so zu sein, als würde Euro-US-Dollar hier tatsächlich nochmal die untere Trendkanallinie des großen Abwärtstrendkanals seit 2006 touchieren. Das wird sehr, sehr spannend. Müssen wir mal sehen, ob wir da heute nicht nochmal eine brandaktuelle Analyse einfahren im Sinne dessen Move or Break. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber jetzt erstmal zur aktuellen Intraday-Beschau. Und zwar hier. Wie war der 15 Top FX Pairs inklusive Gold, wo wir uns hier praktisch einen Überblick verschaffen im Timeframe M15 über interessante Rainbows, wie sie denn strukturiert sind. Und Sie sehen hier ganz klar, es ist ein reihum komplettes Paket an negativ-positiv ausgefächerten Rainbow, positiv hier bei den US-Dollar Pairs auf der rechten Seite. Da geht der Pfeil mehr gen oben oder gen Norden vielmehr. Und hier auf der linken Seite sehen wir die Austral-Dollar-Pairs, die hier sich so ein bisschen abgeschlagen zeigen. Dahingehend speziell Austral-Dollar, US-Dollar und auch hier speziell Neuseeland-Dollar, US-Dollar, also die ozeanischen Pairs vielmehr, die hier noch nicht so richtig in Fahrt kommen. Insofern mal sehen, was da noch passiert. Aber anhand des M15 scheint mir da heute nicht mehr viel Potenzial zu sein. Wenn Sie jetzt dann direkt noch die Zuschauer, die hier im Guidance Gottmau TV online sind, einen speziellen Wunsch haben, einen Intraday-Part zu beleuchten, dann auch jetzt hier im Expertenchat ruhig mal einen Comment reinsetzen. Dann kann ich einen Wunschpaar nehmen. Ansonsten würde ich natürlich nach eigener Couleur jetzt hier die interessantesten Paare mal in den Fokus nehmen. Für mich gesprochen, also 1, 2 sozusagen. Ansonsten, wenn Ihnen da ein Wunsch obliegt, nur zu im Expertenchat einfach reinschreiben, dann kann ich direkt drauf eingehen. Ansonsten schauen wir uns jetzt mal im M15, würde ich mal vorschlagen, zunächst den Goldpreis an, der hier interessant daherkommt, eben aufgrund dessen, dass wir hier diesen negativen Rainbow im M15 seit dem 8. April vollzogen haben. Hier fand ein Spin statt, das heißt hier von diesem positiven Momentum, was wir im Vorfeld sahen, im Vorlauf, spinnte der Rainbow dann vom 8. April an negativ ein und jetzt sehen Sie hier die klar negative Tendenz. Ein gleiches Bild liefert sich jetzt hier im M1, also in der Tatsache, dass der Markt jetzt hier ganz klar nach unten abdriftet und insofern hier sicherlich eine Situation, die sehr, sehr unschön daherkommt. Ich lese gerade im Expertenchat keinen Ton. Kurz mal bitte bestätigen. Okay. Dann werden wir die Sendung direkt nochmal starten müssen. Wenn kein Ton da ist, ist das natürlich sehr, sehr unschön. Sekunde. Oh, Ton ist doch da, sehe ich gerade. Jetzt okay. Da muss man mal sehen, was sich da jetzt wieder in der Leitung aufgetan hat. Aber danke für den Tipp und für die reichlichen Meldungen, die jetzt hier in den Expertenchat reinkommen. Also Ton scheint da zu sein, woran auch immer das jetzt lag. Grundsätzlich müsste der Ton aber zugegen sein. Zumindest habe ich hier eine Perfect Streaming Anzeige. Also aus meiner Sicht müsste das eigentlich gut übertragen werden. Aber wie es manchmal so ist,
des Internet und im Zeichen des Internetzeitalters kann es eben doch auch hin und wieder zu kleineren Bugs kommen. Aber jetzt bin ich da und die Aufzeichnung ist ja ohnehin dann zugegen und dann auch mit sicherlich brillanter Tonqualität. Wir sind beim Devisenradar, User Bamse. In dem Fall geht es hier nur um Devisen. Auch im MetaTrader 4 habe ich jetzt praktisch den Fokus nur auf die Devisen gerichtet und da mache ich am besten jetzt direkt mit dem Goldpreis weiter. Wie gesagt, von den kleineren Zeitebenen heraus gehen wir jetzt hier in den negativen Spin schon wieder. H4 ein Stück weit unsicher, aber gerade M5-4 mehr M15 sieht hier ganz interessant aus. Goldpreis ja hier. Na, switchen wir jetzt direkt mal auf die aktuelle Trading-Plattform um. Sieht dann so aus. Goldpreis ist bislang $4,29 gelaufen am heutigen Tag. Wir sind noch innerhalb dieser Asia-Session, das heißt hier der asiatische Handel, der pazifisch-asiatische Handel, und da sind wir auch noch nicht rausgebrochen. Beim Goldpreis aus dem M15 heraus, jetzt wichtig, wenn es dem Preis gelingt, hier nach oben rauszuziehen, könnte sich hier der M15 negative Rainbow wieder positiv auffächern, was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass der Markt dann wohl nicht weiter abwärts tendiert. Kommt es hingegen dazu, dass wir ein neues Tief machen, neues Tagestief, auch insbesondere hier unter das gestrige Tagestief zurückfallen, dann wäre die Asia-Range auch nach unten gebrochen. Und im Kontext dessen, dass wir hier die durchschnittliche Range eben noch längst nicht ausgeschöpft haben, Sie sehen es, mit Blick auf die letzten 20 Tage haben wir hier 14,14 Dollar. Der große Schnitt bewegt sich um $11,50. Das heißt, mehr als das Doppelte dürfte, Schrägstrich, darf sich der Goldpreis vom aktuellen Preisniveau aus noch bewegen. Und das kann aus dem M15 heraus betrachtet hier durchaus bedeuten, dass wir hier einen stärkeren Schub nochmal nach unten sehen. Gold hatte ich aber auch gestern im JFD Desktop oder auf dem JFD Desktop analysiert. Und da ging es speziell darum, dass es durchaus auf aktuellem Niveau zu einer Erholung kommen kann. Schauen Sie dazu, Gold an der Klippe, hier am gestrigen Nachmittag. Hier der Chart, auch für Sie dann immer weiter bearbeitbar, sehen wir hier sehr schön die Situation, dass wir hier die Trendlinie gebrochen haben, aber der Markt eben hier noch nicht weiter unter 180 gekippt ist. Das wäre sehr, sehr kritisch, wenn der Markt unter 180 kippt, speziell 1178, dann hätten wir hier sicherlich ein glasklares Verkaufssignal. Mal abwarten, ob der Goldpreis eben hier im Sinne des Rainbows M15 weiter negativ auffächert oder ob er es doch schafft, hier letztlich eine Umkehr einzuleiten auf aktuellem Niveau. Nach Rainbow, wie gesagt, präferiere ich hier aus dem M15 raus heute Short Trades, die dann im Idealfall eben auch weiter sich nach unten entwickeln. Schauen wir zu einem weiteren Währungspaar, was sicherlich interessant ist. Wir hatten ja Euro-US-Dollar schon, Euro-Yen, Britisch-Pfund-Yen während der laufenden Handelswoche. Ich möchte jetzt hierbei speziell den Euro gegenüber dem Austral-Dollar nochmal in den Fokus nehmen, der bereits während der letzten Tage, und da sehen Sie hier mit dem M15 in einer vorbildlichen Rainbow-Manier abwärts tendierte, also besser geht es kaum. Und hier waren wirklich viele, viele Einstiegsmöglichkeiten ja, gegeben. Sie sehen hier diese roten Impulse nach den Heike-Naschi-Kerzen. Die sind hier immer, wie gesagt, ein Gradgeber dafür, dass der Markt hier negativ eintritt. Und Sie sehen zwischendurch gepaart kleine weiße Bewegungen, übergeordnet viele, viele rote. Und das sind im Prinzip gute Einstiegspunkte. Jetzt wollen wir uns aber mal anschauen, wie es aktuell aussieht im M15. Da wird es spannend aktuell. Ja. Insbesondere aufgrund dessen, dass wir jetzt hier gerade die Asia-Range nach unten scheinbar verlassen. Wir sind aktuell 65 Pips gelaufen. Der Schnitt ist deutlich über 150 Pips. Also hier kommt sicherlich noch einiges in Richtung Süden, wenn sich der Rainbow weiter fortsetzt. Und die Tendenz dafür ist durchaus gegeben, da Freitag statistisch für den Euro generell ein sehr, sehr schwacher Tag ist. Und da wir jetzt hier gerade unter die Asia-Range auszubrechen drohen, könnte es hier durchaus eine weitere Performance gen Süden geben. Wenn es zum Ausbruch kommt und sich Rückläufer an dieses Level ereignen, auch hier haben wir dieses, sehen Sie jetzt ein Stück weit unklar, aber hier diese blaue Linie ist das Yesterday Low, sehen Sie auch hier von der Abendsession. Wunderbar, wir machen gerade neue Tiefs. Wenn es ein Pullback gibt, für alle, die das Video später sehen, einfach mal drauf aufpassen. Es wäre sicherlich vonnöten, Moment, jetzt müssen wir hier nochmal kurz, sicherlich vonnöten, dann hier eine Art Pullback-Version aufzunehmen. Also wenn es hier zum Ausbruch kommt, diesen Rücksetzer zu covern, um dann letztlich hier an einem weiteren Abwärtsswing teilzunehmen. Sieht sehr, sehr gut aus. Für heute beim Euro gegenüber dem australischen Dollar wäre erst Entwarnung gegeben, wenn der Preis
hier das Niveau von 1,3884 nach oben überwindet, also hier die Asia Range nach oben verlässt und insofern dann hier nicht nach unten weiter abdriftet. Sieht aber aktuell eher sehr bärisch aus. Gut, liebe Zuschauer, dann wollen wir es für heute belassen. Ich glaube, im Livestream gibt es hier einige Bugs gerade zu vermelden. Der Ton ist heute wieder ein bisschen wackelig. Nichtsdestotrotz, ich lade das Video just hoch und dann haben Sie auch die beste Soundqualität, um das Ganze nochmal nachzuvollziehen. Entschuldigung an dieser Stelle für die kleinen Bugs, aber im Grundsätzlichen müsste ja drüber gekommen sein, was ich Ihnen sagen will. Ich sage jetzt erstmal schönen Freitag, schönes Frühlingswochenende mit guten Temperaturen. Kommen Sie gut ins Wochenende, spannen Sie aus. Ich freue mich auf nächste Woche, dann hören wir uns wieder. Ihr Christian Kämmerer, bis dahin, beste Grüße.